kann den Link jetzt nicht gucken. Hallo. Haben Sie einen Moment? Ah, lange nicht gesehen, Miss Anderson. Thor und Odin sind nicht hier. Die alten Gauner schleichen sich immer davon. Nein, ich wollte Sie eigentlich etwas anderes fragen. Hä? Woher kennt er uns? Vor allem, weil sie jetzt fragt, was ich gleich antippe, ob er hier aus der Gegend ist. Wohnen Sie in der Gegend? Ich wohne in Bright Falls. Sie haben mich schon gesehen. Ich bin Mr. Blum. Sie haben mich Wladimir genannt. Was? Ich arbeite im Pflegeheim. Da war ich doch gar nicht. Ich kümmere mich um alte Menschen. Wir machen einen Tagesausflug. Musik, Sauna, eine schöne Zeit. Ich bringe Sie mit dem Bus hierher. Die Senioren sind sehr wichtig. Und der Bus ist sehr schön. Danke. Ich habe ihn nicht gesehen. Wo ist denn da das Dings? Wissen Sie, ob es hier in der Nähe Wohnwagen gibt? Klar, die Watery Lighthouse Wohnwagensiedlung. Emo Koskela ist der Besitzer. Er besitzt einiges in der Stadt. Und wo ist Ilmo? Ich habe Ilmo und seinen Bruder bei der Brücke gesehen. Naja, wo früher mal eine Brücke war. Ja, das meine ich ja. Also dann eher aus der Ecke, aber nicht jetzt aktiv aus dem Spiel, ne? Alles sehr seltsam. Ja, Riesenvene. Boat Storage and Repair. Achso, komm mal her hier. Haben wir irgendwas, was war unser Radio? Ist da jetzt der Dings bei im Radio? Ja, Jürg de Nieu. Geil. Diverse Künstler. Das ist schön. Alter, ist das groß. Oh, wir können Waffenverbesserungen machen. Achso, ich hatte ja gespart. Erhöht die Magazingröße, hat den Feuerknopf gedrückt, um Autofeuermodus zu aktivieren. Das erhöht die Feuer. Nee, Autofeuer, nee. Ziele zwei Kopfschüsse in schneller Abfolge, um einen Feind für längere Zeit zu betäuben. Ich dachte, der ist dann tot, bevor er betäubt ist. So, die Schrotflinte. Erhöht Nachladegeschwindigkeit, verursacht erhöhten Schaden bei Feinden, die betäubt, geblendet oder niedergeschlagen wurden. Tötet einen Feind, um deine Gesundheit wiederherzustellen. Die Menge der Gesundheit hängt von der Stärke des Gegners ab. Der Knall der Schrotflinte hallte in der Luft. Der Feind fiel zu Boden. Saga fühlte einen plötzlichen Energieschub. Zuvor fühlte sie sich todmüde, aber jetzt war sie bereit für mehr. Sie würde das durchstehen. Und so machte sie weiter. Der Thor und Odin, ja, ja. Die sind ja auch gerade auch unterwegs, ne? Das. Also du merkst die Anspielung und die ganzen. Ja. Da ist nichts weiter. Ich muss ja alles beobachten. Es tut mir leid, dass wir inhaltlich nicht weiterkommen, aber ich muss gucken. Tolle Belohnung. Danke für nix. Das sieht immer aus, als wäre es ein E, ja? Dabei ist es nur eine Reflexion. Jetzt aber. Fühl mich gerade ein bisschen gemobst, du. Okay, da sind Hunde. Hi. Die Charaktermodelle. Was ist hier passiert? Hey, Saga! Hier drüben! Die Familie meiner Mutter stammte aus Schweden. Genauso stellte ich es mir dort vor. Sieht nett aus. Verbindung. Du warst, glaube ich, zu dem Zeitpunkt noch nicht da, JP. Tim Breaker, der Sheriff, den haben wir vorhin gefunden. Logischerweise, weil er da immer rumsteht zwischendurch. Und er hat an einer Stelle gesagt, dass er
Ich krieg's nicht hundertprozentig zusammen. Er hat dann sinngemäß gesagt, dass er eben halt auch diese Träume hat und manchmal eben halt immer in unterschiedlichen Personen hin und her switcht. Ja, genau, Tim Breaker. Nein, aber dass er eben halt in unterschiedliche Personen springt, andere Universen. Parallel. Das heißt, wenn einen die Sauna nicht mehr gesund macht, ist man totgeweiht. Man sagt auch, dass Schweigen Gold ist. Das sagt man. Genießen Sie die Sauna? Und wie? Der Dampf ist wie Balsam für meine alten Gelenke. Ich warte nur, bis Arti mit seiner Show fertig ist. Dann gehen wir auf ein oder zwei Bier. Ich habe gelesen, saunieren ist gut gegen Demenz. Und Bier auch. Schon mal vom Kult des Baumes gehört? Die Monster, halb Hirsch, halb Mensch? Natürlich habe ich von ihnen gehört. Wegen ihnen kann ich keine Spaziergänge mehr im Wald unternehmen. Ach so? Wie soll ich vor so einer Kreatur entkommen? Meine Hüfte lässt das nicht zu. Ich wäre so gut wie tot. Ich könnte mich vielleicht mit meinen Krücken wehren. Glauben Sie, das würde funktionieren? Sie sind der Profi. Sie sollten vorerst lieber in der Sauna bleiben. Weil du da noch nicht da warst, hatte ich am Anfang auch gesagt, ich habe bei den heutigen Thumbnails, das war für Folge 3 oder 4, ich mache das hier gerade mal auf, ein Bild gesehen. Guck mal hier. Kommt der dir bekannt vor? Das ist nicht der Dor, den wir gesehen haben. Der ist reingeflasht. Scheinbar ist es ein Keyframe geworden, deswegen bin ich auf diesem Frame gelandet beim Durchscrollen für ein Thumbnail. Ist der reingeflasht, als der Breaker verschwunden ist, als er die Dokumente bzw. die einzelnen Zettel von Wake, ne, von seinen Werken da geholt hatte, unten aus dem Leichenschauhaus, aus dem Keller, und wollte es dann Sega und Co. zeigen. Dabei ist er doch verschwunden. Und dort bei diesem Jumpscare-Effekt gibt es zwei oder drei Bilder, ist das zu sehen. Nur mal so. So. Ja, aber das ist doch nicht Dor. Das ist doch, der sieht doch eher aus wie der Schauspieler von Siren. Das meinte ich damit. Der sieht nicht wie Dor aus. Von Dor? Echt? Okay, sieht ganz anders aus. Und das ist ja ein und derselbe, die ein und dieselbe Person eigentlich, ne? In den Videos. Hey Ilmo, wie war der Spaziergang im Wald mit Steven? Ein weiterer zufriedener Kunde. Ich hoffe nur, er gibt uns eine gute Bewertung auf der Website. Schön, Sie wieder in Watery zu sehen, Saga. Wir haben Sie vermisst. Echt schön, Sie wiederzusehen, Saga. Sie tun so, als würden Sie mich seit Jahren kennen. Warum nur? Okay, endlich fällt ihr das auch auf. Kennen Sie den Kult des Baumes? Ja, wir dachten immer, es wäre nur eine Legende. Kinder, die gruselige Symbole malen, um sich gegenseitig einen Schrecken einzujagen, aber jetzt wirkt die Sache ziemlich real. Es ist schrecklich, was passiert ist. Wir stehen alle unter Schock. Wir sehen uns die Sache an. Hoffentlich kehrt bald wieder Normalität ein. Das ist uns wichtig. So normal, wie es hier nur sein kann. Ihnen gehört die Wohnwagensiedlung, oder? Darf ich mich umsehen? Ja, der Besitzer der Watery Lighthouse Wohnwagensiedlung, das bin ich, kann helfen.
Schön, dass unsere komischste Bewohnerin zurück ist. Bewohnerin? Ich verstehe nicht, was Sie meinen. Wenn Sie so Ihre offenen Rechnungen begleichen wollen, keine Sorge, das wurde schon erledigt. Muss schwer sein, dorthin zurückzukehren, wo Sie mit Ihrer Kleinen gelebt haben. Es ist, als würden Sie sich an eine andere Realität erinnern. Verwirrt Sie die Horrorgeschichte? Also, was ist Coffee World? Haben Sie etwa unsere Werbung dafür noch nicht gesehen? Coffee World ist eine Mischung aus Fahrgeschäften, Essen und Spaß. Wir hatten bis vor kurzem sogar einen Elch. Außerdem befindet sich neben der Coffee World die Werkstatt der Kalevala Knights. Wir bauen gerade die Festwagen für das Hirschfest. Aber sehen Sie nicht nach. Die große Enthüllung erfolgt beim Hirschfest. Also, Ihre Werbungen? Das ist mehr als nur Werbung, Saga. Unser Ziel ist es, die Leute zu unterhalten und über unsere erlesenen Produkte und Dienstleistungen zu informieren. Außerdem schlägt sich Jako wirklich hervorragend vor der Kamera. Verpissen Sie sich. Ich bin nur wegen des Freibiers hier. Keine Ahnung, was Ilmos Ausrede ist. Hey, ich bin Autor, Produzent, Hauptdarsteller und Regisseur. Tun Sie sich einen Gefallen und schauen Sie sich alle an. Mit okay. Profiling komme ich in der Sache weiter. Das mit den Du und Sie ist scheinbar ein generelles Problem. Ich hatte da zu viel reininterpretiert. In diesem Sinne, weil es lenkt mich wirklich tierisch ab. Dann halte ich lieber die Klappe und versuche sehr gut zu lauschen bei den etwas leiseren Passagen. Was hast du nachgeguckt? Die rauchen ja alle, ey. Das war die Überflutung? Das ist aber mehr als die Überflutung gewesen, oder? So, gucken wir mal und profilen etwas. Die Koskellas. Guck mal, schön, wie die zusammengemerged sind. Sind zwei, ist ein und dieselbe Person wahrscheinlich aus einer anderen, ne? Ach so. Schade. Weil das Microsoft ist im Auftrag entwickelt, ne? Microsoft hat zu Quantum Break die Rechte. Ilmo hält den Kult für eine urbane Legende. Oder nicht? Manche Dinge poltern in der Nacht. Es ist wahr. Alles ist wahr. Löse den Alarm aus, Bruder. Versammle die Truppen, Bruder. Jako, der Schatten im Wald kommt immer näher. Sie halten ihn nicht für eine urbane Legende. Sie wissen, wie gefährlich er ist. Weil die auch auf dem Foto so zusammengemerged sind. Das ist halt wahrscheinlich dieselbe Person. Nicht Brüder, sondern halt einfach nur... Ilmo meinte, ich hätte hier gelebt. Glaubt ihr das wirklich? Licht, Gelächter und Liebe führen dich nach Hause, Saga und ihre Tochter. Oh Mann, glückliche Gesichter bedeuten hohe Grundstückspreise. Die Familie kommt zuerst, Ilmo. Wir kümmern uns inzwischen um ihren Wohnwagen. Sie ist eine von uns, Jako. Ihr Ersatzschlüssel ist sicher. Die Koskela-Brüder haben schöne Erinnerungen an mein Leben hier. Die Geschichte muss sie beeinflussen. Ich spiele vorerst mit. Ich brauche den Wohnwagenschlüssel. Oder wir sind einfach eine andere Person. Ich meine, es ist ja jetzt unbestreitbar, dass wir hier reingeschrieben worden sind. Also wie reingepatcht, ne, durch den Schriftsteller. Ja, durch den Schriftsteller. Und wir einfach aus, zum Beispiel aus einer anderen Linie kommen oder wie auch immer. Ja? Und deswegen gibt es Saga, die aber was, oder Saga, die aber was ganz anderes erlebt hat damals. Und dann ist sie gegangen. Vertrauen aufbauen. Vertrauen brechen. Genau, genau. Aber im Ernst. Ja,
Ich würde gerne meinen Wohnwagen sehen. Haben Sie einen Ersatzschlüssel? Schön für Sie. Ja, ich habe noch einen. Er ist in der Coffee World. Ich würde ihn ja besorgen, aber Jaco und ich müssen nach Bright Falls. Der Ersatzschlüssel ist im Safe des Souvenirladens. Ich rufe an und lasse ihn für Sie herauslegen. Oh, die Straße ist überflutet, aber der Weg hinter mir führt direkt dorthin. Okay. Ruf im Souvenirladen an, Sie sollen Saga helfen. Okay. Okay. Nichts? Wofür bezahle ich die eigentlich? Sind wohl beschäftigt. Hitowi. Wenn Sie dann endlich abheben, müssen wir dringend wegen dieser Sache nach Bright Falls. Ja, beim Park muss viel los sein. Es ist gar nichts los, Jaco. Die sind nur faul. Wo ist der Souvenirladen? Somi? Oh, ich glaube, Dings ist zu Ende. Man sieht sich. Nee. Im Coffee World, im Souvenirladen, ja. Okay, ich dachte, es ist der Laden hier. Ins Publikum? Warte ich doch vorhin. Wegen der Länge von dem, was sie hier strickt, oder was? Irgendwie ist der knuffig, der Song. Gut, weiter geht's. Immer noch anzurufen. Aber sehr lieb von ihm. Da ist Coffee World. Ich muss den Fluss überqueren. Scheint ja ein richtiger Magnet zu sein. Was war das? War doch eben alles doch friedlich hier. Zu viele. Yeah.
Warum waren die doppelt? Immer mehr Leute werden zu Besessenen. Ist das der Kult? Oder die Geschichte? Oder beides? Die sind aber doppelt geworden. Eine Axt liegt auf uns zu. Nee, zu, nicht zu. So, warte mal, hier ist irgendein ein kleiner Weg. Also es geht da lang. Wir gehen mal hier in die... Gott, ey, ist genauso schlimm hier mit dem ganzen Müll. Da steht etwas geschrieben. Ein Gedicht? Oder ein Rätsel? Kinderreime. Warte mal. Wo sind die Kinderreime? Ach, das hat er gar nicht angezeigt. Was Immo weiß... Das habe ich schon gelöst. Das kommt hierhin, das kommt dahin. Oh Gott, ist schon wieder so viel. Fakt versus Fiktion. Wake sagt, die Geschichte würde die Realität um uns verändern. Wenn das wahr ist, muss ich wissen, was echt und was Fiktion ist. Ja, das ist, will ich auch gern wissen. Warte mal, laut Wake, aber ich bin keine Figur, ich bin real. Ich weiß das nicht so genau. Wir müssen herausfinden, was der Teil der Geschichte ist und was nicht. Welche Teile sind falsch? Okay. Irgendwo Besitzer Wohnwagensiedlung, in der ich angeblich lebte, nennt mich seine lustigste Bewohnerin. Mein Leben in Watery? Endlich schätzt jemand meine Witze, aber im Ernst, was habe ich hier für ein Leben gelebt? Rose, sie hat mich im Diner in Bright Falls wiedererkannt. Sie sagte, ich sei nach Logans Tod weggezogen. Logan ist nicht tot, aber was hat die Geschichte noch verändert? Ich sollte versuchen, so viel wie möglich darüber hinauszufinden. Kult der Bäume. Wake erinnert sich daran, im dunklen Ort viele Seiten geschrieben zu haben. Wenn Wake der Verfasser der Seiten ist, dann hat der Kult nichts damit zu tun. Es sei denn, der Kult arbeitet mit Scratch. Geschichte. Für später. Okay, Entschuldigung. Kinderreime, da sind sie. Gruselige Puppen, geheimnisvolle Reime. Auch nicht merkwürdiger als alles andere hier. Wir haben hier schon ein paar Punkte. Bup, bup, bup. So, das ist der neue hier, deswegen... Reime von Watery. Elchpuppe zum Lösen des Reimpuzzles. Seltsame Puppen. Achso. Das ist eine seltsame Puppe. Ich liebe das Geweih und sein kleines Gesicht. Sehr gelungen. Ja. Ich gehe erstmal die Puppen durch hier. Da haben wir... Krähenpuppe. Für mich sieht es eher nach einer Eule aus. Ist egal. Wolfpupse sieht eher wie eine Katze aus, aber ist auch egal. Hat eine schöne Bemalung, gut gemacht. Heldenpuppe zum Lösen des Reimpuzzels. Ist das mit Folie überzogen? Da hat sich jemand ins Zeug gelegt. Okay, mehr haben wir nicht. So, dann schauen wir mal hier. Cauldron Lake, Cauldron Lake. Reim aus der Nähe der Brücke. Jede Anzahl von Krähen hat eine andere Bedeutung. So, dann haben wir hier Hütte des Rangers. Held hat des Reims hat das Kind ungeschützt zurückgelassen. Die FBC-Akte, welche die Testorte am Cordon Lake auflistet. Die Standorte sind die Witchfinder Station, das Flussufer und die Ferienhäuser am Cordon Lake. Dann hatten wir noch die E-Mail vom Autor der Reime. Ja. Denken.
Ach so, warte mal. Ach, hier unten ist ja noch was, warte. Wer war das? Der hier war das. Parafiktionale Forschung, wer finanziert diese Typen? Und FBC-Akte über die realitätsverändernden Fähigkeiten der Kinderreimer. Das FBC hantiert auf jeden Fall mit Dingen, die sie nicht ganz verstehen. Ja, das kann möglich sein. Doch immer gut. So, dann lass uns mal gucken, was hier für ein Reim ist. Erinnert mich an die Kinderreime, die ich Logan damals vorgelesen habe. Das sanfte Tier mit prächtiger Krone im Walde rennt am Morgen schon bei dunklen Bäumen vom Jäger. Es flieht, auf das den nächsten Morgen es sieht. Fehlt noch eine Puppe, oder? Aber das sanfte Tier im Walde rennt am Morgen. Morgen wäre die Sonne, theoretisch. Oder eben halt das hier, um sich zu verstecken. James und Diana Marmont. Da fehlt mir jetzt gerade der Kontext, tut mir gerade leid. Nein. Fühlt sich anders an. Ich sollte mich umsehen. Was hat sie denn jetzt? Noch eine Hirschpuppe? Wieso habe ich denn jetzt zwei Hirschpuppen? Was hat sich denn jetzt verändert? Irgendwas habe ich schon wieder übersehen. Verdammt. Ach so. Ja, ist klar. Aber was hat sich denn jetzt verändert? Oder kam die Puppe jetzt zum Vorschein? Ich will ja hier nichts übersehen. Armbrustbolzen? Rechts von mir? Ja, das steckt. Na, weil ich es wieder kaputt gemacht habe. Ist der wichtig? Wahrscheinlich, ne? Ist kein Bolzen. Das ist eindeutig ein Bolzen. Wenn du jetzt sagst. Ach so, ja, das kann vielleicht sein. Ich habe ja keine Armbrust. Aber was hat sich denn jetzt hier verändert? Wenn ich fragen darf. Was habe ich denn jetzt aktiviert? Die Hirschpuppe? Ich habe es leider nicht gesehen, weil es schon so dunkel war hier. Oder geht es da bloß um die Bolzen? Toll, geht nicht kaputt. Schade. Ach so, okay, gut. Zum Teufel. Ein Anhänger. Süß. Perfekt fürs Armband, das mir Logan geschenkt hat. Ist wieder. Das war merkwürdig. Ich muss die Augen nach weiteren Reimen offen halten.
So, warte mal, können wir schnell noch anpappen? Oder auch nicht? Mir fehlt doch eine Akte. Ach so, weil sie offen ist. Okay, danke. Alles gut, danke. Habe ich jetzt... Was ist hier doch dazugekommen? Hä? So, das war in... Macht keinen Sinn. Was? Das war aber nicht... Hä? Ach, das kommt jetzt dahin. Die Lösung des Rätsels hat die Welt verändert. Okay, ich verstehe. Ein Talisman, der am Ort des Reims erscheint. Ein Talisman ist aufgetaucht. Wo kommt er her? Ich frage mich, ob es noch mehr gibt. So, die Hirschpuppe zum Lösen. Nein. Dann kommt das hier zu den Puppen. So. Es ist kaum zu erkennen, dass es ein Reh ist. Wäscheklammern sind wohl etwas limitierend, ja. Reim vom Schießplatz. Da. Watery. Im Reim ging es um einen Elch, der vor Jägern flüchtet. Und dann haben wir Bild mit Kinderzeichen einen seltsamen Reim gefunden. Der sagt mir jetzt gerade nichts. Kommt hier unten hin. Was ist das für ein Aufbau? Warum das Stativ? Ein Experiment vielleicht? Ja. Ein Experiment des FPC, wie wir schon wissen. Warum ist das gut Ruhe? Noch eine Schließkassette. Oh Gott. Ach da. Immer einer mehr. So, was haben wir hier? Ich habe einen weiteren toten Besessenen drüben beim Funkturm gefunden. Er sah aus, als wäre er zu Tode geprügelt worden. Neben der Leiche lag eine Lunchbox und ein seltsames Strickzeug. Strickzeug? Ich habe mich um die Leiche gekümmert, aber das ist schon die dritte diesen Monat. Jeder sollte seine Augen offen halten. Wir müssen diesen Kerl finden und ihn wissen lassen, dass der Kult des Baumes das ernst meint. Strickzeug. Was ist das? Opantank. Wurfbarer Gasbehälter. Er explodiert bei Beschuss und fügt einen in der Nähe schweren Schaden zu. Oh mein Gott. Taktische Kämpfe. Deiner Schießübung.
Gassehütte. Da gehen wir erstmal rein. Auf immer Enter, geht doch eh, warte mal. Nee, ich muss wirklich Enter drücken. Oder Maustaste geht auch, oder? Nein. Alter! Ja, du musst aber wirklich Enter drücken. Saga verstand langsam, warum Casey die Wälder so sehr verabscheute. Es kam ihr hier bedrückend vor. Es gab zu viele Orte, an denen man sich verstecken konnte. Die verzerrte Karnevalsmusik, die vom Vergnügungspark vor ihr herüberschallte, war nicht gerade hilfreich. Was die Koskellas über ihr Leben in Wardroom mit Logan gesagt hatten, beunruhigte sie. Dass die Horrorgeschichte sie betraf, war eine Sache, aber dass ihre Tochter darin verwickelt war, war zu viel des Guten. Etwas flitzte über den Weg vor ihr. Es war zu schnell, um es zu sehen. Saga zog ihre Waffe. Ihre Augen suchten den Wald ab. Ein Geräusch über ihr. Saga drehte sich um, sah nach. Ein Einheimischer, ein Mann auf dem Kamm über ihr. Nein, nicht ein Mann, ein Monster mit einer Axt in jeder Hand. Es brüllte zu ihr hinunter. Die Jagdgesang war ein Reinfall. Draußen. Noch ein Kultversteck. Wo? Wo? Eine geheime Wahrheit. Verfall. Der ist irgendwo. Hey, wenn du die Armbrust wegnimmst, legst du zurück in das Versteck, wenn du fertig bist. Ich habe den Code geändert, wie gewünscht. Irgendwo da läuft irgendeiner. Ich hätte gedacht, es ist 2, 5, 7, aber ich glaube, das wäre zu offensichtlich gewesen. Gesichter hinter Masken verborgen. Weil immer. Ah, warte mal. 3 Pfeile, 1 Pfeil, 2 Pfeile. Ah, okay. 5, 2, 7. 5, 2, 7. Ich habe die Pfeile nicht gesehen. Wenn du die Maske nicht trägst, gehört dir das nicht. Oh. Inventar voll? Das ist ungünstig.
Eingang begriffen. Greatest Hits. Spaß und okay. Kaffee. Geschichten. So, müssen wir jetzt was ablegen, weil wir keinen Platz haben. So, dann packen wir mal ein Erste-Hilfe-Set weg. So, und dann haben wir schon wieder Platz. Traumakissen erstmal bewegen. Okay. Okay. Sehr, sehr, sehr gut. Da haben wir schon mal eine neue Waffe. So. Fischerei flaute ab. Ist irgendwo da drüben. Ich glaube, der sollte da nicht sein. Der ist irgendwie runtergefallen, oder? Also es hört sich nicht wie ein Vergnügungspark an. Ich weiß ja nicht, aber... Ich glaube, Vergnügungspark hört sich anders an. Achso. So. Wir gucken nur ganz kurz. Ah ne, war bloß ein Spot. Ist das dunkel geworden? Bin ich hier vom richtigen Weg? Nee, nach links. Da lang. Ah, da kommen wir jetzt zu dem Typen wahrscheinlich. Den wir die ganze Zeit quatschen hören. Endlich geht er mir nicht mehr auf den Keks, du. Was ist das da hinten? Ja, deswegen spielen wir auch das Spiel ja gerade so intensiv. Und nicht nur sonntags. Ja, Headshot voll ins Knie, ist doch richtig. Macht man doch so. Hab ich gesehen. Ich weiß gar nicht, wer in diesen Vergnügungspark geht. Ach so, das ist ein Dings. Okay. Also als ich hier angekommen bin, war tagsüber. Ich gehe erstmal, das ist überschwemmt hier. Ich gehe erstmal hier rechts. Oh, könnte ich die ganze Zeit hören. Ist ein Haus überschwemmt. Nichts drin. Sauber die Schuhe abgestellt.
Noch eine dieser Lunchboxen. Hallo Held, ich fürchte, dass ein paar Blätter von meinem privaten Fanfiction-Projekt in einige dieser Verstecke geraten sind, aber ich weiß nicht welche. Ich habe einige online gestellt und sie erhalten ziemlich gute Kritiken, aber es wäre mir lieb, wenn du sie nicht lesen würdest. Es ist etwas Privates. Das steht einfach im Wasser. Und kein Juckts. Ja, das steht jetzt unter Wasser. Eure Maschine ist kaputt. Jungs. Okay, hier ist wieder Areal, wenn wir drum rumgehen. Heitere Musik. Warum stehen hier die ganzen Sachen rum? Och, das geht so nicht kaputt. Kann man die Pfeile wieder einsammeln? Nee, ne? Die Bolzen? Oh mein Gott. Nein, nicht immer. Man kann die nicht immer nachladen. Also irgendwann gehen die auch kaputt. Ach Quatsch, nachladen, einsammeln. Ich guck mich hier bloß kurz um. Okay, wir haben wieder einen Zwischenstand hier. Speichern. Nee, wir werden jetzt auch so langsam ins Feierabendmodus gehen, weil... Nicht, dass ich wieder so spät bin. Hier wird erstmal noch lesen. Wir gehen dann noch alles durch, was vielleicht noch entdeckt werden muss. Die Uhr stimmt ja wenig, die läuft gar nicht. Scratch schlich durch den Wald, eine erschreckende dunkle Präsenz in der Dunkelheit, die man eher spürte als sah. Die Dunkelheit kochte in seinem Schädel wie eine Gewitterwolke, die in eine Flasche gepresst wurde. Im Wald wimmelte es von jenen, die er entführt hatte. Sie begleiteten ihn, folgten seinen Anweisungen. Seine Armee der Dunkelheit. Er hatte ein pulsierendes, schwarzes Loch in seinem Kopf, aus dem Wellen hervorbrachen, die seine Herde in Raserei versetzten. Der Klicker. Mit ihm wollte er sein schreckliches Ende der Geschichte wahr werden lassen. Die Kunst war da. Der Klicker würde sie über die letzte Schwelle schieben, der Auslöser einer Flutwelle, die sich ausbreiten und die Realität verschlingen würde. Er stand so kurz davor. Die Besessenen röchelten und kreischten und zerrten an ihren unsichtbaren Fesseln, erfüllt von einem Blutrausch. Scratch ließ sie los. Sie stürzten sich mit wildem Eifer in die Nacht. Er riss ein Schild aus dem Boden und schwang es in der Hand, als ob es aus Luft bestünde. Weiter vorne setzte die Musik ein. Sie spornte ihn an. Möge das letzte Hirschfest beginnen. Oh Gott. Die Musik vom Markt, ja. Okay. Schauen wir hier nochmal. Haben wir irgendwas für die Falltafel? Wir haben. Oh, wir haben viel. Der Klicker, ja. Ach, da oben ist der Klicker. So.
Scratch muss nur den Klicker finden, damit sein Ende Wirklichkeit wird. Das kann ich nicht zulassen. Aber was... aber der Klicker ist doch dazu da, um das Licht einzuschalten. Oder geht es darum, den Klicker zu haben, damit keiner das Licht einschalten kann und er eben ungestört weitermachen kann? Watery. Es war eine Armbrust drin. Sie ist bei mir besser aufgehoben als bei Ihnen. Das stimmt. In der Notiz darin steht etwas von toten Besessenen. Lunchboxen stricken. Lunchboxen stricken. Interessant. Ja, wir hatten ja jemand, der gestrickt hat, ne? So. Alex Casey in Watery. Falls dem Autor dieser Seiten seine Privatsphäre wichtig war, der Zug ist abgefahren, fürchte ich. So, damit haben wir das hier alles. Wir haben noch Fernsehen, aber das haben wir, glaube ich, alles durch. Das sind nur die Abenteuertouren. Das ist nur, dass wir das hier einmal gesehen haben. Und ach, der Loop, okay. Der Loop. Okay, speichern. Gut, dann soll's das für heute gewesen sein. Ich weiß noch nicht, was ich morgen spiele. Am thematischen Sonntag. Vielleicht spiele ich auch das weiter. Ich weiß noch nicht. Oder ich finde etwas anderes, was zum Sonntag passt. Lass uns da an der Stelle überraschen. Ne? Schlaf gut. No. Träumt was Schönes. Habt einen schönen Sonntag noch. Füße hochlegen, ne? Seele baumeln lassen. Einfach mal ein bisschen abschalten. Und ja, dann sehen wir uns morgen Abend wieder. Würde mich freuen. Ja, nee, neues Schiller wird es nicht geben, ne? Und bis dahin. Euer Firefox.